Es geht weiter mit Banjo-Dreamy. Wir befinden uns in der 7. und letzten Welt. Und wie es scheint, ist diese unterteilt in einen Tag- und in einen Nachtbereich. Wir brauchen noch Mumbo-Schädel, 20 an der Zahl, um uns verwandeln zu können. Und das erklärt auch, ich dachte erst, das eine wäre die Oberwelt, warum es auf einmal Noten gibt. Ich weiß nicht genau, vielleicht gibt es in der Tag-Variante 10 Noten, in der Nacht 10 und in diesem Mittelbereich, ein bisschen laggy an der Stelle, Mittelbereich 5, das geben dann die 25 Noten. Was mich dann halt wundert ist, ja, der Honigwabenbereich ist ja immer total verbuggt, dass wir hier schon 2 von 2 haben, was aber auch nicht stimmt. Ja, alles ein bisschen merkwürdig. Die lernen Honigwaben, das war leider schon immer buggy. In jeder Welt zeigt das nicht an, was es soll. Ich tue mich auch ein bisschen schwer, hier überhaupt die Übersicht zu bewahren. Wo waren wir bereits? Wo sollten wir nochmal hin? Ich glaube, es ist im Grunde nicht verkehrt, oben bleiben zu wollen, weil runterfallen tut man schnell. Wir waren noch nicht bei dem Schiff. Aber das kann auch noch kommen. Ich dance noch ein bisschen auf der Burg rum. Türen, das sieht hier ganz spannend aus. Ich kann hier bestimmt nicht stehen, ist der Punkt. Wehe. Okay, doch. Da ist noch ein Mumbo-Schädel. Okay, die sind wenigstens großzügig verteilt. Noch eine Note. Das ist die Nummer 8. So. Was? Habe ich da was gesehen? Ich weiß nicht, ist das da ein Mumbo? Ach, ein Bottles? Wie käme ich denn zu dem Turm? Da unten sind herausragende Steine. Das finde ich auch wirklich herausragend. Och, come on. Okay, hier ist eine Sprungplatte. Au, Rock. Nee? Geronimo. Boah, war das knapp. Der hat's, aber der Ersteller hat es mit unfassbar knappen Sprungsituationen. Man kann es nicht anders sagen. Und warum sollte ich hier lang gehen? Dafür. Okay. Warum wird es hier schwarz? Okay. Ich könnte es nicht besser. Na gut, die Liane oder was auch immer. Ist ja breit genug. Liane nicht. Ja, ein Seil aus Natur. Ein Seil aus Natur. Dann bekommen wir endlich den Eier-Move. Und den brauchen wir ja, um überhaupt zur Nachtseite zu kommen. Das ist nämlich versperrt mit diesen komischen, ich weiß nicht, Ranken oder was es genau darstellen soll. So. Geht nicht? Hilfe. Du musst aber mich irgendwo scheißen. Okay, hätte schlimmer kommen können. Wie komme ich denn da hoch am besten? Lass mich erstmal den Move holen. Im ganzen Spiel liegen Eier rum und ich habe den Move noch nicht. Dasselbe gilt für die Goldfedern, by the way. Wobei ich nicht gefühllos werde, dass die Goldfedern irgendwie mal Währung werden. Weil, weiß nicht, man kann so viele von denen sammeln. So, ich müsste da hoch. Das geht aber nicht ohne weiteres. Was wäre, wenn ich das hier versuche? Oh Gott! Das ist gar nichts. Ich finde den richtigen Weg im Augenblick nicht. Dann begib dich doch nochmal auf den Turm, wo es so knapp war gerade. Na, jetzt so früh losgeflattert. So, da sind wir drauf. Ach, da sind Brocken. Aber ich komme halt nicht um die Ecke so. Achtung, das war zu hoch, oder? Ja, gerade noch. Kein Fallschaden für Bär und Vogel. Ist auch noch so ein Lauchweg, der mir ein bisschen Angst macht. Aber es gibt hier halt nicht die klassischen Unterbereiche. Also diese Welt ist komplett anders im Vergleich zu bisherigen gesehen, ne? Ja gut, da war ich. Da
Das hilft mir nur bedingt. Aber da könnte ich hochklettern an der Seite. Das ist das Ding. Verschafft ihr hier einen Überblick. Wir machen es zusammen. Und ihr müsst nicht mal aufpassen. Ich mach das. Jetzt haben wir schon 10 Noten. Das ist schon doch was. Naja, ich komme hier drauf. Das sind Sprünge, von denen ich glaube, ich komme denen klar. Ja, Bottles und hier sind Eier. Das wird der Eier-Move sein. So spät. Im Original in der ersten Welt und hier nicht. Es ist Zeit für den Vogel. Was? Ancient Ways of Wild? Halte Z und drück dann C oben. Unten war es. Okay, ja, ja, ist klar. Wir kennen das. Jetzt können wir die Dudes heilen. Das kriegen wir jetzt auch damit deutlich gesagt. Also die hier können wir zerdeppern. Das war nämlich nicht nötig. Im Originalspiel. Es gab diese Fleischversion von denen in Clankers Cavern, aber die hier, diese Ranken, die waren... Oh, waren die auch? Ich glaube in Grand... Oder Mad Monster Mansion waren die auch schon im Brunnen. Das ist irgendwo cool, aber wenn es hier 10 Noten... Ich habe schon 11. Scheiße. Nee, Moment, ich habe eine aus der Oberwelt. Vielleicht habe ich hier jetzt größtenteils alles. Wird den schmalen Weg noch gehen? Und das Schiff erkunden. Dann hätte ich oberflächlich betrachtet hier erstmal alles gegönnt. So, ihr bleibt bitte weg. Eine Menge Energie brauche ich nicht mal. Ich lasse es da liegen. Was ist da drüben? Noch eine Note. Du Scheiße. Erlaubt mir doch hier bitte einen ganz kurzen... Ein Quick Save. So, dann mache ich hier den da. Warum machst du das immer, Markus? Da musst du nicht die ganze Zeit... das Ding unter den Füßen haben. Sondern nur, wenn du wieder landest. Ist da noch ein Schädel? Nee, ist eine Feder. Aber ich sehe noch ein... ein Nötchen. Eine Note in Nöten. Komme ich vom Schiff aus hin. Das trifft sich, ja. Von unten... Komm, ja, zerstör ich dich halt so. Von unten aus dem Wasser kommst du eh nicht vernünftig aufs Schiff. Das hier ist der richtige Weg. Okay. Nice. Es geht sogar ins Schiff rein. Ja, dann gucken wir uns erstmal an, was im Schiff ist, oder? Ja, bevor ich hier Kopf und Kragen riskiere. Nein! Nein, nein, nein! Hey, Matrose. Bitte, bitte, bitte. Kleines Easter Egg, wir haben schon lange keinen Charakter mehr getroffen, so wie Captain Blubber. Geil, einfach ein Schatz mit einer Node. Ah, jetzt irritiert mich das doch, als ob in der Nachtwelt, im Nachtbereich, nur noch 10 Noten rumliegen. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. So, kannst du die Kamera zentrieren? Nee, kannst du nicht. Moment. Ich war da garantiert noch nicht drin. Was ist das? Was geht hier ab? Kamera, mach mit, dann sehe ich auch was. Da ist eine Note krass versteckt. Ich höre auch einen Bulle. Ist euer Ernst? Ja, aber an für sich gefällt mir die Welt richtig gut. Wo ist denn der Bulle? An für sich macht die Welt richtig Spaß. Die sechste Welt war die schlechteste eigentlich. Ganz salopp gesagt.
Ja gut, es gibt Leute, die meinten abschalten zu müssen, weil ihnen die ersten zwei Welten nicht gefallen haben. Die waren auch ein bisschen, also die späteren Welten waren einfach besser. Noch ein Schädel? Boah, guck mal! Sauber. Ich könnte... Boah, fuck! Nein, ich will den Weg gehen. Hilft alles nix. Mitgefangen, Freunde. Vielleicht gibt es ja doch hier 25 und... ich meine, hier gibt es noch so viele Bereiche, wo ich als Kürbis hin könnte. Da vor allen Dingen. Ist das noch da? Oder war das der Innenbereich, den ich gesehen habe? Ja, da ist eine Note, oder? Ja, da ist immer noch eine Note. Das heißt, der Kürbis müsste hier hin. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Kürbis ist. Da ist der Bulle. Kann ich das aufmachen? Ich glaube nicht. Wie schade. Komm, such mal den schnellsten Weg zum Schiff. Ganz schneller Weg wäre der hier. Jawohl. Es sieht halt so aus, als wäre das an der Wand, ist es aber nicht. Optische Täuschung. Wo ich aber ungern springe, um den Weg zu überbrücken, ist, wenn es hoch geht. Nur die Ruhe, Banjo. Du kennst sowas, du kannst sowas. Ach, keine Ahnung, was die Noten hier noch von mir wollen. Aber ich fühle mich bis auf das eine Loch ziemlich gut erkundet. Vielleicht ist der Nachtbereich ziemlich klein. Weiß ich das? Wer macht auf achten? Ja, 16 Noten, klar. 16 von 25. Das gucke ich jetzt auch mal, wenn ich in der Nachtwelt drin bin. Spannend auf jeden Fall. Aber du erzählst mir jetzt nicht, ich habe alle Schädel. So Mumbo-Schädel-mäßig hätte ich halt gern noch was. Moment, wo kamen wir her? Von da, ne? So. Da seht ihr halt noch mehr Durchgänge. Ach, Moment, das sind keine Durchgänge. Das sind einfach Noten. Ja, Sekunde. Ah, ich habe den 20. Moment. Da vorne ist noch ein 20. Also es gibt ein paar mehr, als erforderlich sind. Das ist doch gut. Man braucht es nicht genau. Ich weiß, man braucht es für die 100% oder generell im Spiel durchzuspielen alle Noten. Das hat manchen schon ein bisschen sauer aufgestoßen. Jetzt die Frage, wollen wir erstmal mit dem Kürbis Action machen? Ich sage nein. Wir gehen nämlich erstmal hier rein. Um zu gucken, ob wir den Kürbis auch hier brauchen. Bei Nightfall Fortress. Krasse Mucke. Lava, ne? Runterfallen ist der Death. Gönne ich mir doch einfach mal ein Save zu Beginn des Levels. So, und die Dinger sind jetzt an allen zwei Ecken und Enden, ne? Gegner overusing. Ja, moin! Oh, Himmel. Wo wollen wir denn hin? Die andere Richtung wäre auch eine Idee gewesen. Gott, nee. Die sind zu dick, ey.
Na gut, besiegt die. Da sind ein paar Probleme schon aus dem Weg dann. Komme ich. Ah, doch, ich komme zurück. Hat natürlich einen Hauch. Ich wollte sagen. Oh, was? Noch ein Move? Was kriege ich denn jetzt noch? Unverwundbarkeit? Dieser Move benutzt die Flügel wie ein Schild. Macht mich das unverwundbar? Natürlich. Cool, jetzt haben wir Unverwundbarkeit. Habe ich auch schon die Geister gesehen? Ich kann nur 10 tragen. Erzähl mir keinen Scheiß. Du lügst. Was sind diese Geister? Die kann ich jetzt damit killen. Komm her! Kann ich nämlich gar nicht gebrauchen. Naja, ich sammle mal weiter noch einen Mumbo-Schädel. Man weiß ja nie. Noten. Es ist echt interessant, wie man einfach das ganze Konzept über Bord geworfen hat, dass quasi eine Welt drei Sub-Areas hat und so. Aber ich denke mal, das ist nicht schlecht für diese siebte Welt, weil die ist an für sich, macht einfach mehr Spaß. Echt. Seht ihr das anders? Nö, doch, ich finde es echt gut. Jetzt war natürlich Lunar Landing noch innovativer und mit mehr Wow-Effekt, weil, ja, du bist auf dem Mond und so, krass. Aber so vom Gameplay und Aufbau würde ich fast die Krone sogar der siebten Welt geben. Was meint ihr? Hat einfach mehr zu bieten. Und im Strich war Lunar Landing halt auch nur eine Mondstation. Hier los. Hier weiter. Auch mit dem Tag-Nacht-Bereich. Wie man das erkunden kann. Dann noch eigene Objekte. Dann braucht man eine Verwandlung anscheinend. Das zwiebelt schon rein. Ich wollte eigentlich attackieren. Ich will die einfach weghaben. Her damit. Es sind gar nicht mehr so viele, wenn du überlegst mit dem Kürbis, was ich hier noch gesehen habe. Oh, der brennt. Habt ihr gesehen, der Heuballen? Der Heuhaufen brennt. Kann ich mir wehtun wahrscheinlich. Nee? Oder wurde ich einfach nicht getroffen? Egal. Jetzt sehe ich hier aber jetzt keinen Weg. Wo ist denn das? Ja gut, das war für eine Note gut der Weg. Ganz kurz schauen, ich habe jetzt die Partlänge gar nicht. Im Blick. Okay, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit in diesem Part. Finde ich toll. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht ist es der vorletzte Part. Don't know. Gibt es vielleicht noch ein Bosskämpflein? Davon hatten wir bislang nichts. Und wenn es nur, keine Ahnung, ein mutierter Konga ist oder so. Hier waren wir auch noch nicht drauf. Geht's weiter? Ich gehe erstmal den Turm selbst hoch. Ich fühle mich sehr unwohl, solche Türme hochzuklettern. Game of Thrones, Folge 1, ihr wisst Bescheid. Gleich sehen wir die liebe Cersei mit ihrem Jaime und... Mehr sage ich dazu nicht. Und Banjo sitzt in Zukunft im Rollstuhl. Und wird... gefühlsmäßig zu einem Baum. Weil das kann hier schon mal passieren, so ganz schnell. Ich hab kein Game of Thrones geguckt.
Das ist alles Folge 1. Obwohl, nee, ich habe zwar ein bisschen vorweggenommen. Folge 1 wird jemand aus dem Turm gestoßen. Weil er etwas Pikantes erblickt hat. Spoiler? Naja. Folge 1 ist aus dem Jahr 2011. Die Bücher sogar aus 1992? Was ist das für ein Bild? Warum ist da ein Bild? Warum ist da ein Bild? Haben wir jetzt alle Moves? Also die Pick-Parade fehlt halt echt noch. Aber sonst hätten wir alles. Pick-Parade ist nicht... Ich probiere nochmal. Nee, haben wir nicht. Also Z und B macht die Pick-Parade, aber die hat man halt selten gebraucht. Ist okay, wenn jemand sagt, die ist überflüssig. Da geht's rein? What? Hm. Wer wohnt denn hier, bitteschön? Wir haben genug goldene Federn. Was soll der Geiz? Wo kommen denn diese Bücher her? Also von der Textur? Gab es Bücher in Mad Monster Mansion oder wo gab es welche? Napnut? Der hatte nicht so viele. Sind die auch überhaupt aus dem Banjo-Kazooie-Spiel? Ich weiß jetzt gerade nicht wo. Also käme irgendwie eine Quizfrage. Sag mir, wo das hier ist, wenn du ganz schlauer bist. Dann wüsste ich wahrscheinlich gar nicht, woher das ist. Auch wieder ein netter kleiner Unterbereich. Gefällt mir ganz gut. Wie viele Noten? 20. Wenn wir am Ende die Welt noch richtig geil gelöst haben, komplett ohne groß zu suchen, wäre das natürlich der Jackpot des Jahrhunderts, Digga. So eine Riesenwelt mit durchaus einigen Gefahren und echt mit Abstand die größte Welt. Da kam ich her. Moment. Wissen, was da unten ist, aber ich will ungern einfach runterspringen. Ich will versuchen, hochzukommen. Wie kommen wir am besten hoch? Ich könnte einfach hier runterjumpen, aber ist es das? Ist das im Sinne des Erfinders? Wir tun's. Shit, man! Deswegen brauchen die Gemälde. Für nichts anderes. Oh nein, Lava unter uns. Oh nein. Bleib mal ganz locker. Ich lass die nicht zum Zuge kommen. Keine Chance. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist die Hasenfußnummer, aber einmal F5 bitte. So. Es wäre mir so unlieb, jetzt alles zu verlieren. Oder wegen den Chaoten hier. Nur ruhig, Markus. Du kennst den ihre Verhaltensmuster ganz genau. Du weißt, wo die hinbeißen und wann und wie. Muss ganz ehrlich sagen, diese Gegner, egal ob die aus Clankers Cavern oder Clicklockwood oder hier aus den Bildern der Mad Monster Mansion kommend, die waren schon, wenn du die zum ersten Mann! Shit. Wenn du die zum ersten Mal getroffen hast, waren die schon eindrucksvoll, ja? Du musstest erst nicht, hast dich schon erschrocken und musstest erst mal gucken. Was geht ab? Was wollen die von mir? So, der kommt nicht ran. Jetzt, ja. Aber jetzt. Dein Ernst? Ist denn auch noch was? Inzwischen riskieren wir Kopf und Kragen für Mumbo-Schäden. Vorne ist ja ein bisschen höher, da würde ich von da aus versuchen hinzuspringen.
Oh mein Gott! Ja! Er ist ein bisschen stehen geblieben an der Stelle, wo ich nicht wollte. Und ich dachte, er rutscht ab. Ja, hallo? Da ist auch noch was. Hä? Wenn ich die Note sehe und die Note sehe und weiß, da ist noch in dem Kürbisschacht was, dann hätten wir alle Noten. Ist das hier rutschig? Ich will es eigentlich gar nicht rausfinden. Ich glaube nicht. Ja, aber war nicht oben auch noch was? Guck, es gibt hier mehr Noten. Da, Tatsache! Warum gibt es hier mehr Noten? Wo soll ich das denn wissen, wie viele Noten es insgesamt gibt? Ach, holy fuck, ey. Ich hatte mich gefreut, dass ich schon bald alles hab. Als ob ich da dran käme. Ich bin unter diesem Gitter, das wir von oben gesehen haben. Wenn das Ganze hier ein Happy End nimmt, bin ich einfach voll zufrieden, ne? Ja, ne? Oh mein Gott, war das knapp! Jetzt auch kein Plan, wie man da hinkommt. Also, jetzt gar kein Plan, wie man hier wegkommt. Im Moment, da geht's wieder raus. Erzähl keinen Scheiß, da geht's raus. Ich sehe nichts. Oh, ich vertraue euch so halb. Hätte schlimmer kommen können. Ärgert mich. Ich dachte jetzt, ich habe alles. Oder ich wüsste, wo alle Noten sind. Ich weiß halt noch mehr Noten. Das ist verletzend. Weil ich auch wirklich der Auffassung bin. Ich bin wieder am Anfang? Was? Ich bin ja nicht hier reingegangen. Zu Beginn hätte ich mal machen sollen. Oh je. Ich fürchte, für den Moment werden wir erstmal durchschnaufen, Ruhe tanken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht werden wir die Welt beenden, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, hier geht einiges ab, ihr merkt das. Daumen hoch oder Daumen runter. Banjo Dreamy wird immer bunter. Bis dann und ciao!